Klaas-Jan Hünteler kennt den Auftrieb beim ersten Schalker Sommertraining ja schon seit 2010. Und Ralf Fährmann ist ja sowieso irgendwie auf Schalke geboren, aber für ihn war es neu. Markus Weinzierl, seine erste Einheit auf Schalke, und so erlebte er den ersten Gang auf den Trainingsplatz. Ja, sehr angenehm, sehr positiv. Es hat Spaß gemacht, ich habe mich darauf gefreut und die Fans waren zahlreich da und es war lockerer Aufgalopp, denke ich. Wir haben gestern ja Laktattest gemacht und deswegen haben wir jetzt niedrigintensiv begonnen. Aber es werden noch mehr Einheiten folgen, wo noch mehr Leute dann auch da sein werden und noch mehr sehen können. Weitere Eindrücke von Markus Weinzierls erster Einheit auf S04 TV. Ab dem 1.7. für Schalke-Mitglieder übrigens kostenlos.